Hallo liebe Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir das Schlüsselloch von Traverse gefunden. Endlich! Und ja, wenn ich sag's jetzt mal so, kurz nach der Aufnahme, also nachdem ich es abgedreht habe, ist mir doch glatt das Spiel abgestürzt. Deswegen sieht jetzt das Anfangsbild etwas anders aus. Aber das ist mir jetzt Schnuppe. Wir fliegen jetzt sofort und ohne groß zu zögern in die nächste Welt. Jetzt haben wir ja hier alles gecleared. Oh, und in der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas besonders Tolles. Machen wir das jetzt? Oder fliegen wir in die andere Welt? Ach komm, fliegen wir hin. Wir machen den Wettkampf mit Bravour. Besonders mit unserer Killerkanone hier. Ach, so. Kommt mir schön an ins Fahnenkreuz. Ich will eure Gummisteine. Ich will das mächtigste Flugobjekt bauen, das es jenseits des Orions gibt. Autsch. Eieiei. Ich sollte nicht angeben, wenn ich weiß, ich kann nicht fliegen. Oh Mann, ey. So. Ach, schade. So, jetzt murksen wir die hier noch ab. Und wieder sau schön viele Gummiteile eingesammelt. So sehen wir das. Ja, vor kurzem ist ja Kingdom Hearts HD rausgekommen. Beziehungsweise letzte Woche am Freitag, wenn ich mich recht entsinne. Und, oh, ey, ich hab nur noch von Freunden gehört, ja, ich freue mich, ich hab's endlich, ja, jetzt kann ich endlich Kingdom Hearts zocken in HD. Und ich so, schön, ich zock's auf der PS2, na und, okay. Ich muss sagen, in der HD-Version sind schon ein paar geile Sachen drin, wie zum Beispiel das nur in Japan erschienene Final Mix. Also Kingdom Hearts 1 Final Mix. Das finde ich schon eine geile Sache, besonders weil, ja, der Unterschied zwischen dem normalen und dem Final Mix ist einfach, es gibt zwei neue Schlüsselschwerter. Dann, das muss ich selber kurz überlegen. Gibt es auch noch ein paar Zwischenkämpfe, wenn ich mich entsinne. Und was auch toll ist, ist ja, dass Dings mit drin ist. Dings, ja. Mir fällt sicherlich gleich an, aber erstmal landen wir im Olymp. Genau, Chain of Memory ist ja noch mit dabei. Und das Spiel ist ja wirklich hammergeil, muss ich sagen. Aber hier haben wir unseren Herky. Hey Herc, trittst du an? Ich würde gern gegen dich kämpfen. Okay. Eingangshalle. So. Oh, eine Kiste. Oh, okay, ist verschlossen, alles klar. Ansprechen. Du kennst die Regeln, oder? Oh, Fillcup. Nach welchen Regeln? Zu dritt. Ich denke, da fackeln wir nicht lange. Die mähen wir alle kurzerhand nieder. Besonders mit unserer, ja, ich sag's schon wieder, Zahnbürste des Todes! Aua. Aua. So. Nix da. So. Nicht schlecht. Oh Mann. So, nächster Kampf, nächstes Glück. Ach du Schande. Das wird ja immer lustiger. Aber seht so, man... Wow. Aua. Seht so, durch diesen Kampf gewinnen wir neue Erfahrungen.
die wir auch gleich mal eiskalt... Hoppala. Die wir auch eiskalt einsetzen können, um weiter zu leveln. So. Ach, Manno. Da kam gerade meine Lieblingspose von Sora. Und... Moment mal, wir treten die gegen die Füße unseres ersten Endbosses an? Okay. Ja. Put the foot down! Wow. Ha! Kommt reflektiert. Aua. So. Ach man, oh. Und bringt mal Sora. Mensch. Oh. Die Zauberer 04. So. Ah. Mäht alles nieder. Sehr gut. Nichts da. So. Die Runde haben wir auch überstanden. Oh, das ist so geil, wenn er sein Loser macht. Ach du Scheiße. Ihr könnt euch denken, auf wen ich mich konzentriere. Genau, immer schön auf die Fetten. Ja. Immer schön auf die Fetten, der gerade wach geworden ist. Oh oh. Ja, jetzt nutze ich zum ersten Mal mein Aero-Schild. Ha! Sehr gut reflektiert. Donnet ist Level Up, aber zur rechten Zeit. Ich bin auch Level Up, das ist noch besser. So. Nix da. Upsa. Stimmt ja, ich habe hier jetzt eine andere Tastenbewegung drin. Eieiei. So, wer sind unsere nächsten Gegner? Die Gordsets und die Schattenlurche. Und die Arktikzipfler. Also erstmal schön auf die Fäuste, weil die tun weh. Ich find's gerade nur ein bisschen hoppala. Holla. Ey, du hättest mich auch. Danke. Oh Mann, oh, bringt mal wieder Sora dran. Ach du Scheiße, zwei von denen. Mama. Aber erstmal müssen die Vita-Zipfler weg, weil die können heilen. Wow. Ha, kannst du knicken. Aua. Oh oh. Wow, Alter. So, und das war der erste. Niemand lässt meinen Freund sterben, so. Okay, High Potions hätte ich. So. Ich sehe mich jetzt schon als Supporter. Platz 2. Oh, wir nähern uns der Spitze. Aua. Oh. Ja, der Schild minimiert mal unseren Schaden ordentlich. So, da war ich jetzt aber am Drücker.
Es war das Schlüssel. Ja! Endlich ich, aber nicht meine Lieblingspose, ist mir so egal. Okay, das ist Platz 1, alles klar, die geht mal down. Put the Zombie down, beziehungsweise put the Heartless down. Ey. Autsch. What the la? Eieiei. Danke. So, ich hab ihn besiegt, das ist mein Verdienst. Mano. Egal, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Wir sind die Champions. Aber volles Rohr. Kraft der Sterne. Gravitas, wir haben einen neuen Zauber. Und der ist wirklich plättend. Ja, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber jetzt geht's erstmal in die nächste Welt. Ja, da an den Bannern hängen jetzt die einzelnen Teilnehmer. Und wir natürlich an der Spitze. So, aber ich will jetzt dieses Wurmloch anfliegen. Weil ich will jetzt wissen, welche Welten erwarten uns jenseits dieses Wurmlochs. Beziehungsweise, was für Herzlosen und Gegner. Oh. Ja, man merkt, die Flieger werden auch immer aggressiver. Das wird dann also immer schlimmer. Und da ist das Wurmloch. Am besten tanken wir uns noch einmal voll auf. Und jetzt ab ins Wurmloch. Sieht irgendwie unheimlich aus. Ob es wohl zu neuen Welten führt? Ja, komm, wir reißen da rein und zeigen ihm, aus was für einem Material wir gemacht sind. Nämlich aus Gummi. Hoppala. Und wir haben wieder einen Plan. Oh, Kamikaze-Flieger. Eieieieiei. Hier wird ja nicht lang gefackelt bei den Herzlosen. Eieiei. Also wenn ich gerade nicht viel reden kann, dann liegt es eher daran, weil ich gerade versuche, diesen ganzen wow, Selbstmördern aus dem Weg zu fliegen. Oh. Eieieiei. Oh. Okay, die Galaxie ändert sich, die Farbe. Wow! Wow, wow, wow. Mama mia. Da habe ich mich jetzt aber gerade ordentlich ins Hemd geschifft. Wow. Und da ist die nächste Welt. Sieht schon mal sehr einladend aus, allein dieser Palast da oben. Aber das untere gefällt mir jetzt nicht so. Wir landen in Agrabah. Manche wissen, was das jetzt heißt. Aladdin on the road. Oh, und da gibt's... Ja. Goldene Stadt des Orients. Oh, und das sehe ich schon. Jafar und Malefiz. Und das Schlüsselloch? Die Herzlosen suchen gerade danach. Wir werden es noch rechtzeitig finden. Jetzt bleibt nur noch das... Jafar! Ich habe überall nach Jasmin gesucht. Sie ist weg, wie durch Magie. Das Mädchen macht mehr Ärger, als sie sollte. Ihr sagtet, ihr hättet alles unter Kontrolle. Agrabah hat viele Verstecke für Ratten jeder Art. Das ist jetzt böse.
Aber warum sich um Prinzessin Jasmin sorgen? Mit oder ohne sie, diese Welt gehört uns, sobald wir das Schlüsselloch finden. Wir brauchen alle 7 Prinzessinnen der Herzen, um die letzte Tür zu öffnen. Fehlt eine, ist es zwecklos. Okay. Nun, wenn die Prinzessin so wichtig ist, werden wir sie finden. Findet Jasmin und bringt sie. Wow, okay, jetzt gibt's schon bewaffnete Herzrufen. Setzt euch nicht so lange der Dunkelheit aus, weil die Herzlosen die Leichtsinnigen verschlingen. Haben wir ja schon mit Clayton mitgekriegt. Ihre Fürsorge ist rührend, aber nicht angebracht. Okay, da ist Jasmin. Uiuiuiui, das wird ja was. Wow, und gleich mal hier das Begrüßungskomitee. Wow. On. Eieiei. Eine Mega-Potion. Das ist doch Musik für meine Ohren. Wow. Angst. Oh, Geld und noch eine Kiste. Mit noch einer Mega-Potion. Alter, wir werden heute mal zugeschissen. Eieiei. Ja, und hier ist auch ein weiterer Speicherpunkt. Ja, und an die Kiste kommen wir erst mit dem grünen Triotech. So. Aber wir gehen erstmal wieder in die Stadt rein. Oh, und da hat gerade Donald Gravitas benutzt. So, die Straße ist auch geklärt. Ja, und da sind auch schon wieder unsere Wüstenräuber. Da scheinen wohl welche ziemlich wendig zu sein. Aua. Gott. Sehr gut, die haben wir ausgeschalten. Oh! Okay. Jetzt kriegen schon die Urnen Beine, Hilfe. Ja, ein bisschen XP für den kleinen Kämpfer. Wir gehen aber erstmal hier nach oben. Wow. Okay. Da wackelt was. Alter. Der ist uns dankbar und fliegt weg. Der Teppich ist zur Wüste geflogen, aber lass uns weiter die Stadt erkunden. Ja, also jetzt schnappen wir uns noch hier die Kiste. Mit weiteren 3 Dalmatinern, es wird ja immer schöner. Und einem Final-Elixier, ja, holy camoli. Jetzt bewegen. Ein Schlüssel doch, wir haben doch einen Universalschlüssel. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Ja. Wie es aber da weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Also, bis dahin. Bleibt gespannt, was auf uns alles noch was uns noch alles erwarten wird. Und ansonsten war es das jetzt für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Und ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, dass wir in der nächsten Folge gehörig mit den Herzlosen zu tun haben werden. Was wir eh nicht schon haben. Ja, und euer Sora verabschiedet sich mit einem dicken, fetten Bis zum nächsten Mal. Ciao!